Heute geht es weiter auf der Suche nach Eis, damit ich Wasser herstellen kann und gleichzeitig möchte ich an der Basis weiter erweitern, damit das Terraforming voranschreitet und neue Baupläne freigeschalten werden. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Planet Crafter auf dem Planet Humble. Ja, mir geht das Wasser zur Neige. Das ist das größte Problem, was ich habe. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu weit weg von meinem Wohnmodul gehe. Ich brauche nämlich erstmal neue Rohstoffe, um mir im Zweifel ein neues Wohnmodul bauen zu können. Das heißt, ich brauche 3 Eisen, 2 Titan und 1 Silizium. Sauerstofftankstufe 2 ist freigeschalten. Das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten. Das heißt, ich werde vielleicht doch erstmal zurück zu meiner ursprünglichen Basis gehen, wenn ich auch nur einen Plan hätte, wo die sein soll. Und mir den neuen Sauerstofftank bauen. Das vergrößert meinen Bewegungsradius. Hier nehme ich mal mit, was ich brauchen kann. Tja, jetzt ist natürlich guter Rat teuer. Wo ist meine Basis? Hier ist noch ein Wohnmodul. Das brauche ich gerade nicht. Irgendwo auf dem Berg da oben habe ich Sinn gebaut. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Sonst wird es irgendwann kritisch. Ja, jetzt ist der Wasserstand niedrig. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem für mich. Oh mein Gott, ich habe meine Basis verloren. Da oben ist er. Brauche ich einen Titan und noch ein Eisen. Hast du ein Eisen liegen? Ja, sogar 2. Naja, nimm es mit. Inventar voll, gut. Wo ist es denn jetzt? Schaffe ich das? Schaffe ich nicht. Sauerstoff ist aber kein Problem. Das kann ich mir im Zweifel auch bauen aus 2 Kobalt-Blöcken. Allerdings sieht es mit dem Wasser kritisch aus. So, das habe ich erstmal geschafft. Wir sind zurück. Hier habe ich Wasser. Da einmal nachtanken. Was essen ist auch gut. So, was habe ich freigeschalten? Ach, hier unten ist ein Sauerstofftank. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Den kann ich auch hier dran bauen. Sehr schön. Da brauche ich 2 Magnesium und 1 Kobalt. 2 Magnesium und 1 Kobalt. Habe ich zufällig alles da. Wunderbar. Und dann baue ich den. Und der wird automatisch auch ausgerüstet. Das ist auch eine Neuerung im Spiel. Und jetzt habe ich 200 Sauerstoffeinheiten. Also nochmal deutlich erweiterten Bewegungsradius. Und ich brauche immer noch Eis. Ja, hilft alles nicht. Ein Titan sammle ich mir noch auf und dann ja, geht's weiter. Ich gehe jetzt mal in die Richtung in der Hoffnung, dass es hier vielleicht anders aussieht. Da hinten ist auch noch eine blaue Kiste. In den blauen Kisten kann man natürlich auch immer irgendwas finden. Das ist alles kein Eis. Ich hoffe, das sieht auch noch so aus wie im Hauptspiel. Was fehlt mir? Ein Titan. Ich will ja kein Titan rumliegen. Das ist zumindest erstmal ein Titan. Da kann ich mir wieder ein Wohnmodul bauen. Das ist alles kein Eis, Dolomit. Da scheint es ein neues Biom zu geben, ein Übergang zu einem neuen Biom zu sein. Oh, guckt, was liegt denn hier? Bauxit. Gibt es zumindest was zu essen. Und Uran brauche ich später auch. Und da war es mit dem Sauerstoff schon wieder ganz knapp. Kommt schon wieder irgendein Wetter.
So, zwei Titanen, das haben wir schon mal. Geh mal rein, dass du dich nie. Dass dir nichts auf den Kopf fällt. Das sieht aber nicht so aus. So, Bauxit. Was brauche ich noch? Eisen brauche ich noch. Gut, das scheint ja ein neues Biom zu sein. Schon mal noch kein Eis. Hier unten sieht es gefährlich aus. Da sagt mir das Spiel, geh nicht hin. Meine innere Stimme sagt mir das ebenfalls. Rucksack Stufe 2, das ist sehr gut. Den werden wir auch gleich mal uns anschauen. Halt, geh nochmal Sauerstoff tanken, bevor du runtergehst. Ich lasse das Bauxit jetzt hier oben liegen. Ich weiß jetzt, wo es das gibt, wenn ich es brauchen sollte. Dolomit. Keine Chance, nichts dabei. Nun gut. Dann baue ich erstmal den Rucksack. Das hilft auf jeden Fall schon mal. Und dann kann ich ja weiter am Terraforming-Prozess arbeiten. Muss ja früher oder später sowieso weitergehen. Da kann ich mal gucken, was noch die anderen Sachen so für Vorteile bringen. So, wo ist er denn jetzt? Der Rucksack. Hier ist der Rucksack. Dann können wir den Sonnenkollektor schon bald bauen. Sehr schön. Die Innenleiter, Heizung brauche ich nicht um den Sauerstofftank Stufe 3. Also Sauerstoff müssen wir produzieren. Und hier Leuchtfeuer ist nicht ganz schlecht. Da könnte ich mir einen Wegmarker setzen. Okay. Gut, also Rucksack. Was brauche ich dafür? Habe ich alles dabei. Wird direkt ausgerüstet. Eine Reihe mehr. Also vier Plätze, Inventarplätze mehr. Sehr schön. Ein Silizium und ein Titan muss ich mal noch aufsammeln. Und dann geht's weiter auf der Suche. Achso, ich kann natürlich mir erstmal noch ein Windrad bauen. Und was hatte ich noch nicht gebaut? Den Erzbrecher. Ja. Drei Dolomit, ein Magnesium. Dolomit haben wir ja draußen genug gehabt. Sammle ich mal hier mit auf. Die Kiste ist schon leer. Titan kannst du auch gebrauchen. Dass ich aber auch immer das finde, was ich gerade nie brauche. Ich habe ganz viel Dolomit gefunden vorhin. Auch das gerade nicht. Ja, das ist welches, oder? Ne, Titan. Auch schön. Es ist manchmal wie verflixt, oder? Und so eine Pflanzröhre muss ich ja auch noch bauen. Was brauche ich denn dafür? Da brauchte ich Eis. Ah, alles klar. Ich verstehe. Ja. Du kannst das nirgends hinbauen, ne? Die baue ich sowieso alle irgendwann wieder weg. Weil ich die später nicht mehr brauche. Da gibt es ja dann wesentlich bessere Möglichkeiten, Energie herzustellen. Allein der Solarkollektor bringt da deutlich mehr Energie. So, das müsste jetzt aber das gesuchte Dolomit sein. Das sieht ähnlich aus wie Eisen, ist ein bisschen heller. Okay, drei Stück habe ich. Ich habe nur nicht gemerkt, was ich sonst noch dazu brauchte. Wobei, das hätte ich ja nachgucken können, ne?
Magnesium, ein Magnesium brauche ich. Und Energie 312 habe ich, 3,12. Ein Magnesium, da ist Magnesium. Schau, das erkennt man immer sehr schön. So, was macht man jetzt mit dem Ding? Das kann man jetzt hier irgendwo hinstellen. Kann man das drinne bauen? Ne, drin baut man das nicht. Das baut man also draußen irgendwo. So, was machst denn du? Zerlegt jeden Gegenstand. Was? Zerlegt jeden Gegenstand einen Gegenstand? Anzahl der extrahierten Elemente 3. Warnung, Wasserbedarf niedrig. Füge er hier Erze ein, um sie auseinanderzubrechen, sammeln sie ihre abgebauten Erze. Wasserstand. Ich habe noch eins, das vorletzte. Ach so, da sieht man, was man aus was kriegt. Das ist ja auch interessant. Aus Dolomit kriege ich. Komm mal weglassen. Kriege ich Kobalt, aus Bauxit kriege ich Aluminium und aus was auch immer das sein soll, kriege ich Uran, Iridium und Superlegierung. Alles klar. Dann ist das eine schöne Sache, die ich im Moment nie brauche. Ein Titan sammle ich mir noch und dann kann ich mein Bewegungsradius wieder vergrößern. Indem ich mir ein neues Wohnmodul baue. Richtig, richtig. Gut. Da geht's. Das, was ich brauchen kann, nichts dabei. Eisen kann man immer gebrauchen. Dolomit. Unten ist eine blaue Kiste. Das ist wichtig. Mikrochip-Bauplan, sehr schön. Was zu essen. Den Rest. Ah, nimm's mit. Gut, machen wir so. Und da geht's einmal zurück. Zu einem Wohnmodul. Wo ist denn mein nächstes Wohnmodul? Habe ich das bis zurück? Hab gerade keine Sauerstoffkapsel dabei, oder? Da muss ich nochmal zu unserer Landekapsel, zu der Landekapsel vom Start. Da müssten noch Sauerstoffflaschen drin sein und ich kann mir auch eine aus zwei Kobalt bauen. So, hier kann ich den Mikrochip entschlüsseln. Abbaugeschwindigkeit Stufe 1. Okay, damit können wir die Geschwindigkeit erhöhen. Mit der Magnesium brauche ich dazu. Mit der ich das Material abbaue. Sehr gut. Das lasse ich mal hier. Das kann ich auch hier lassen. Das brauche ich jetzt nicht. Was zu essen kann ich später noch gebrauchen. Hier ein Kobalt. Kann ich mir eine Sauerstoffflasche bauen. Mit zwei Kobalt, richtig. Ja, aber ich müsste auch eine in der Landekapsel noch haben. Iridium kann ich auch erstmal hier lassen. Da mache ich erstmal so. Gut. Achso, die Abbaugeschwindigkeit. Brauche ich denn jetzt? Aluminium und Magnesium. Aluminium, Magnesium. Hast du hier welches griffbereit? Fällt jetzt wieder was vom Himmel. Habe ich das Park eigentlich schon komplett erkundet? Ich hatte die Nachricht gelesen, mehr gab es hier nicht zu sehen, ne? Okay. Die Explosives. Was war hier drin? Nahrung. Oh, hier ist auch nochmal Wasser drin. Sehr schön. Ne, hab kein Magnesium gefunden. Was hab ich denn jetzt aufgesammelt schon wieder? Und
Sauerstoffkapsel könnte ich mir bauen. Ich wollte aber eigentlich viel lieber mir den Sauerstoff aus den Dingens unten holen, aus der Landekapsel. Ich das hier. Da lasse ich auch eine hier. So, weiter geht's. Was machst du jetzt? Gar nichts, weil... Ja, das Ding könnte ich eigentlich wieder abbauen, kann ich Energie sparen. Ja, ich versuche jetzt nochmal meine Landekapsel zu finden. Was liegt hier? Gar nichts. Da ist ein Wohnmodul, da gehe ich dorthin. Sauerstoff nachtanken. Und weiter geht's. Brauche ich gerade alles nicht. Das Einzige, was ich wirklich bräuchte, wäre Eis. Und Eisen nehme ich auch mal mit. Wohnmodulfenster, das ist nie ganz schlecht. Da kann man ein bisschen schön bauen. Habe ich denn hier noch? Das ist ja, habe ich auch noch eine Wasserflasche in Reserve. Also ganz so schlecht sieht es gar nicht aus. Nehme ich die gleich mit. Früher oder später werden wir sie brauchen. Sauerstoff nehme ich auch zweimal mit. Den Rest lasse ich hier. Ich habe genug Ressourcen dabei, um wieder ein neues Wohnmodul zu bauen. Da könnte ich Magnesium mitnehmen. Und diesen einen Abbauchip. Hast du den abgebaut? Ja. So, da unten, siehst du, da habe ich auch noch ein Wohnmodul hingebaut. Habt ihr jetzt relativ engmaschig gesetzt gehabt, weil ich ja nicht so einen großen Bewegungsradius hatte. Das hat sich durch die neuen Sauerstofftanks ja deutlich verbessert. Wo habe ich denn hier die Tür hingebaut? Ja, hier war eine interessante Struktur zu sehen. Wo ist sie denn jetzt hin? Oh, da hinten könnte es Eis geben. Ah, guckt mal hier. Aha. Okay, das kann man dann zerlegen. Zerlegen kann ich noch nicht. Die kann ich auch zerlegen, wenn ich den passenden Chip gebaut habe. Man hat aber schon jemand ziemlich weit gearbeitet. Den Bauplan nehme ich gerne mit. Oh, erst noch eine Nachricht. Was zu essen, was zu trinken. Nimm's mit. Das auch. Und dann baue ich mir hier gleich mein Wohnmodul hin. Geht gerade nie anders. Nee, immer die falsche Taste. So. Nachricht dran. Offline. Okay. Werden wir nicht erfahren, was es da gibt. Das hatte ich. Halt, da kannst du mal das Eisen mitnehmen. Lithium, da brauche ich noch zwei Titan. Ja, zerlegen Bauplan brauche ich dann. Was hast du denn hier? Dann nimm den mal mit. Den auch. Stoff brauche ich jetzt noch. Nee, Iridium brauche ich dann für die Heizung. Ne? Titan bräuchte ich noch. Danke.
das nämlich auch mit. Guck mal, hier haben wir noch mehr. Das ist gut zu wissen. Auch hier ist noch Wasser, das ist sehr schön. Dann werde ich wahrscheinlich tatsächlich als nächstes eher den Terraforming-Prozess weiter vorantreiben müssen. Vielleicht komme ich dann sogar schneller zu dem Tauwassersammler, als dass ich hier unnötig nach Eis Ausschau halte. Wobei ohne Eis kann ich keinen Sauerstoff produzieren. Ne? Der Pflanzkübel, den kann ich dann nicht herstellen. Dort hinten scheint es vielleicht Eis zu geben. Da gehe ich nicht hin, ich gehe erstmal zurück zur Basis. Wenn ich mich nie komplett verlaufe. Eis. Leute, ich habe Eis gefunden, mein erstes genau genommen. Ja, noch mehr Eis. Wo kommt das ganze Eis auf einmal her? Die gute Nachricht ist, ich habe Eis gefunden. Die schlechte, ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, mir fehlt ein Titan. Oh ne, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Na, dazu haben wir es ja, ne? Das Sauerstofflächel. So. Dann packt ihr mal Eis ein. Jetzt kann ich mehr Wasser produzieren und Sauerstoff. Terraforming. Also sprich die Pflanzenröhre. Dann nehmen wir gleich noch was mit. Passt soweit. So, wo bin ich denn aber jetzt? Dort ist das Wohnmodul. Dort ist ein Wohnmodul. Also muss ich da rüber. Das ist überall Eis. Man muss bloß in die richtige Richtung laufen, dann hat man alles. So, guck, da ist noch ein Wohnmodul. Und dort oben müsste dann meine Basis sein. Oder nicht? Völlig orientierungslos. Das habe ich ja gut hingekriegt. Doch, doch, das muss irgendwo hier oben sein. Denn dort ist diese Struktur. Dort ist er. Ah, doch so weit hinten. Naja. Schaffe ich das? Klar. Dann kann ich jetzt eine Pflanzrohre bauen. Damit produziere ich Sauerstoff. Dann gucke ich mal, dass ich mir die Monitore bauen kann noch. Bildschirm Terraforming und Bildschirmfortschritt. Jo, Eis haben wir. Da brauchen wir für die Pflanzrohre noch Eisen. Eisen haben wir auch. Achso, dann mach erstmal die Baupläne. Beweglichkeitsstiefelstufe 1, das ist schön, damit sind wir noch schneller unterwegs. 2 Aluminium, 2 Stoff. Kümmere ich mich später drum.
Abbaugeschwindigkeit Stufe 2. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. So, was gibt jetzt? Die Pflanzrohre. Eisen wollte ich dazu benutzen. Wie viel braucht die? 0,42. Habe ich so viel noch? Hab ich. ...350, nehme ich den. Sehr gut. Damit wird Sauerstoff produziert. 0,42 pro Sekunde. Jo. Sehr schön. Was hatte ich gesagt? Zwei Stoff. Stoff gab es doch hier irgendwo. Ich glaube, in einer von den blauen Kisten war noch Stoff drin. Ja, die Beweglichkeitsstiefel. Vergrößern meinen Bewegungsradius, weil ich mich schneller bewegen kann. Hier ist Stoff. Ja, schön bauen kann ich später. Jetzt muss ich erstmal zweckmäßig bauen. Das Überleben sichern. Und das macht man am besten so. Was sagt er? Bewegungsgeschwindigkeit plus 15%. Gut, ich könnte noch eine zweite Pflanzrohre tatsächlich bauen. Achso, die Monitore wollte ich jetzt als nächstes bauen, richtig. Terraforming. Eisen, Kobalt und Silizium. Eisen, Kobalt und Silizium. Da haben wir doch schon wieder rum wegen Wasser. Er braucht 0,48 an Energie. Das geht gerade so. Ja, und da sehen wir zumindest schon mal, dass wir jede Art Sauerstoff, Wärme und Luftdruck jetzt produzieren. Sauerstoff tatsächlich relativ viel, weil wir da den Multiplikator drin haben. So, als nächstes wird der Sonnenkollektor freigeschalten. Das ist schön, da gibt es mehr Energie zu produzieren. Und dann wird auch hier, werden die nächsten Baupläne kommen. Ja. Das geht los. Was brauche ich als nächstes? Herstellen Bildschirmfortschritt, den habe ich noch nicht. Der wird hier erst freigeschalten. Jetzt habe ich die Pflanzenröhre Stufe 2. Pflanzenröhre Stufe 2 braucht Eisen, Magnesium und Silizium. Eisen, Magnesium, Silizium. Dann hole ich mir das. Und dann ersetze ich die Pflanzenröhre 1 gleich durch die Pflanzenröhre 2. Und einen Sonnenkollektor habe ich jetzt auch. Magnesium. Eisen und Silizium war es richtig. Kann ich ja hier jederzeit gucken. Silizium. Oh, wo lag jetzt wieder das Silizium rum? Ein einzelnes Silizium gibst du mir hier. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Spiel. So, und was macht denn der Sonnenkollektor? Was braucht man denn da? Zwei Kobalde. Ein hätte ich. Dann würde ich erstmal versuchen, noch einen Kobalt zu finden. Sodass ich mir einen Sonnenkollektor bauen kann. Dann brauche ich auch den Chip zum Zerlegen, damit ich diese Ruine da unten zerlegen kann. Oh, warte, hier ist Silizium drin. Eisen, sehr schön.
Das ist kein Kobalt. Aus Dolomit macht er Kobalt, richtig? Vielleicht ist das der Trick bei der ganzen Sache, dass man gar nicht so viel Kobalt findet, sondern dass man dann hier das Zeug einfach reinschmeißt und dann macht er da hinten irgendwann Kobalt raus. Gut. Weil die Pflanzröhre, die neue, braucht natürlich auch mehr Energie. Ich könnte natürlich im ersten Moment erstmal nochmal mit Windkrafträdern arbeiten. So. Habe ich genug Energie? Dann kann ich die Pflanzröhre zerlegen. Ich kann sie nicht zerlegen, weil ich noch keinen Zerlegen-Chip habe. So, jetzt habe ich einen Zerlegen-Chip. Jetzt brauche ich wieder ein Magnesium und zwei Eis. Kriege ich hier ein Magnesium raus? Legen Pflanzröhre. Ja, weil man beim Zerlegen kriegt man alle Materialien wieder, die man vorher eingesetzt hat. Das ist der Vorteil. Jetzt kann ich mir nämlich hier gleich die größere Pflanzröhre hinbauen und noch viel mehr Sauerstoff produzieren. Guckt, jetzt habe ich 3,3 Sauerstoffproduktion. Da rasselt es nach oben. Und das geht natürlich dann auch hier rasend schnell. Da kriege ich dann den Rucksack bald. Hier werde ich die Innenleiter, Heizung, Sauerstofftankstufe 3. Das wird sehr gut. Das hilft auf jeden Fall unter Nahrungszüchter. Das ist dann auch eine wichtige Sache. Gut. Hier ist der Bildschirmfortschritt. Der wird dann irgendwann gemacht. Und der Sonnenkollektor, da brauche ich Kobalt, um den herstellen zu können. Und Silizium. Wie konnte ich das vergessen, dass ich Silizium brauche? Silizium, kann ich das irgendwo raus extrahieren? Nö. Nahrung niedrig. Na, das ist ein geringeres Problem. Noch habe ich Nahrung. Nahrung nimmt auch nicht ganz so schnell ab. Oh, haben sie sich auch viel Mühe gegeben, nochmal eine neue Grafiken von den Pflanzen zu machen. Sehr schön. Gut, jetzt fallen wieder Sachen vom Himmel vielleicht oder es gibt einfach nur ein Wetter. Es ist soweit erstmal ein ganzes Stück wieder vorwärts gegangen. Das freut mich. Am Anfang geht das auch im Normalfall relativ schnell. Ich habe zumindest erstmal auch ein bisschen Wasser. Ich habe Eis gefunden. Das heißt, auf der Schiene bin ich gut aufgestellt. Als nächstes wird es darum gehen, Nahrung zu bekommen. Es gibt in einigen blauen Kisten noch Nahrung. Und dann geht es aber auch schon mit großen Schritten in Richtung Nahrungszüchter. Sonnenkollektor werde ich bauen, damit ich Energie produzieren kann. Mehr Energie, schneller als bisher. Und dann wird das alles seinen Gang gehen. Bin ich optimistisch und dann wird es auch irgendwie darum gehen, die Basis weiterzubauen, zu vergrößern und auch ein bisschen schön zu bauen. Nicht so stümperhaft, wie es derzeit aussieht. Ja, und da würde ich sagen, damit verabschiede ich mich heute von euch. Ich bedanke mich immer ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.